die Frucht. Ja, hier können wir noch kurz die Sachen, die wir nicht brauchen, hier reintun. Oder später brauchen können. So. Und es regnet. Ich weiß nicht, was ich noch nehmen soll. Eine Rüstung mal. So. So. Und so. Ja, gut. Keine Belastung. Und also, dann gehen wir mal zum Hauptquest. Oh, sieht die sexy aus. Okay, dann gehen wir mal nach oben und reden mit dem Mann. Ein paar Räuber haben die Steuerabgaben des gesamten letzten Jahres gestohlen, die unser Dorf aufgebracht hatte. Es handelt sich zwar nur um einen kleinen Beutel, aber er enthält Edelsteine, die ein kleines Vermögen wert sind. Wenn wir unsere Steuer nicht zahlen können, ist das Dorf dem Untergang geweiht. Dem Untergang! Wir wissen zwar, dass der Unterschlupf dieser Räuberbande in der Nähe der endlosen Höhle ist, aber unsere Kämpfer sind alle im Krieg und wir haben niemanden, der es mit ihnen aufnehmen könnte. Bitte, holt die Juwelen von den Räubern zurück und bringt sie zu Senator Gracchus in Tylysium. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Okay. Ich werde der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen. Werden wir machen. Sodele, jetzt haben wir hier unten. Ah, das ist nur wegen den Kobolden. Dann gehen wir doch mal raus aus der Stadt in die Wildnis, raus vom Tutorialgebiet. Das ist doch ein bisschen zu langweilig für euch. Für mich ist nicht langweilig, weil ich so an etwas gewöhnt bin und ich natürlich sehr viel motiviert werde. Ich weiß es jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber viele nerven sich hart, wenn das langweilig ist. Ja, ja. Also, dann machen wir mal Koboldsuppe. Schön ein paar Köpfe einsammeln. Noch ein Wildschwein töten. Oh, der ist noch recht stark. Sehr schön. Hallo? So. Widerliche kleine Kruffer. So stark ist der Totem mal richtig. Und hat auch eine richtig große Reichweite, aber an den Schädelturm vom Barbaren, vom Schattenkrieger kommt er nicht dran. Aber er ist auch eher zur Unterstützung Ding. Und das kann er besser als der Schädelturm. Schon fertig. Okay. Dann gehen wir doch wieder zurück. Schauen, ob wir hier... Nein, wir haben nämlich noch kein Level bekommen. Es geht am Anfang ein bisschen langsam, dann später geht es schneller. Weil die Gegner in Bronze noch viel zu schwach sind am Anfang, aber schon im Menschengebiet eigentlich sehr stark sind. Also lohnenswert. Stark sind sie nicht, aber sehr lohnenswert. Auf gleichem Level. Hauptsache, ihr habt den Community Patch. Vorher war das nicht so, da waren die Menschengebiet nicht mehr als Level 15, also brachte das dort noch nichts. Da musste man eigentlich, wurde man gezwungen, eigentlich auf Silber anzufangen. So, jetzt hast du den Salat, jetzt habe ich die Kobolde getötet
Und was machst du jetzt? Ihr? Ja, ich hatte nicht damit gerechnet, euch nochmals wiederzusehen. Ich sehe, dass ihr erfolgreich wart. Nun, vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Ich werde mit meinem Bauern sprechen. Gemeinsam können wir vielleicht noch etwas bewegen. Okay, gut. Und ein Stahlbeil. Ein Stahlbeil mit Lebensregenerierung. Ja, wieso nicht? Aber Zauberintensität, ich weiß nicht, ob das auf den Toten wirkt. Pazifismus ist beim PvP wichtig, aber für uns nicht wichtig. Und dafür brauchen wir Pazifismus zuerst als Fähigkeit, also Fertigkeit. Schaden, Eis haben wir nicht. Benutzen wir einfach mal die Ding und nehmen den Tierkopf jetzt. So. Gut. Dann machen wir uns auf den Weg nach Zweibach. Das ist dann die nächste Stadt, oder? Also hier ist Zweibach. Hier müssen wir hin. Dann gehen wir zuerst mal noch natürlich dorthin. Oh, die Ding brennt hier. Schön. Eine brennende Axt so früh. Richtig schön. So, komm raus, Wolf. Huhu. Wir machen Nebenquests, sobald wir ja, anständige Gegner haben. Also wahrscheinlich schon vor dem Menschenreich. Schon vorbei? Schade, ich hätte dir mehr zugetraut. So, dann müssten wir mal Krankheit finden. Als Unterstützung zum Totem. Barbarenkopf. Wieso nicht den benutzen? Der hat Vodofokus. Okay. So. Was kommt jetzt heraus? Ja, toll. Das habe ich gedacht, es kommt wirklich ein Barbar raus. So, bald Level Up Session. Eine Kampfweste. Da müssen wir hier entlang. So. Wir benutzen Quellen und den Totem nur bei starken Gegnern. Ich hätte dir mehr zugetraut. So. Komm. Aua, du depperter Depp, du. So. Also. Ah, können wir noch nicht. Ja, toll. Muss ich immer noch warten. Aber immerhin wird das Quälen ein bisschen stärker. Aber immer noch 7. Das steigert sich natürlich nicht so schnell. Da müssen wir dann später noch ein bisschen anders den Schaden erhöhen. Durch die Runen, also mehr Runen einlesen. Ja, die nehmen wir gar nicht mehr auf. Wir schauen, dass Gelbe rauskommen. Das sind natürlich die stärksten.
So. Und wo haben wir noch? Hier. Pass auf, dass du nicht über diesen Borkenkäfer stolperst. Borkenkäfer. Widerliche kleine Kruffe. Was sind Kruffe? Was ist eine Kruffe? Rindenhaut, sehr schön. Das bringt uns viel weiter nachher, also wenn wir den zweiten Buff verwenden können. Dafür brauchen wir Konzentration. Hey, Frau aus dem Wald, du musst uns helfen, Mutter Erde befiehlt es. Wir töten Kühe und schütten das Blut ins Wasser. Das wäre erledigt. Ja, toll, und ich muss ihn töten. Und er war so nett. Seidenfluss. Aha. Und hier haben wir noch welche noch mehr. Ich zieh dir die dicke Knollennase lang genommen. Juan hätte seine helle Freude an mir. Ich glaub das nicht. Und weg. So. Oh, Gesundheit. Also gehen wir weiter. Nochmals einen Toten einsetzen natürlich. Ich zieh dir die dicke Knollennase lang genommen. Was haben wir denn hier? So. Das ist ja mal putzig. Ja, das ist mal putzig. Hast du was gedroppt? Eine Kampfweste. Naja. In der Nacht sieht Secret 2 recht schön aus mit den Lichteffekten. So. Die gelben, also die Elite-Gegner, töten wir am besten auch. Per Totem. So, denn wir müssen wahrscheinlich hier entlang. Schade, ich hätte dir mehr zugetraut. Gut. Okay, hier. Das kann man nicht öffnen. Aha, noch weiter nach oben. Fleischwunde, nichts Ernstes. Bist du eine Memme, du hast volles Leben. So. Hier kommt also die nächste Quest. Also du da. Töten den Chefkoch. Hallo Baumfrau, du kommst gerade recht. Der Chefkoch hat wieder eine seiner Suppen gekocht. Wieder so eine von der alle wahnsinnig werden. Irgendwas schüttet dieser Schniepel da rein und nachher sind alle bekloppt und wollen nur noch zerstören. Mich haben sie verbannt, weil ich die Suppe nicht essen wollte. Wenn du den Chefkoch tötest, wirst du uns allen einen großen Gefallen tun. Okay, machen wir. Komm mit. Hallo, komm mit. Ja, schneller. Wir müssen hier nach oben irgendwo. Auf die andere Seite. Aha, hierhin. So. Nein. Meine Suppe kommt hier nicht. Kennst du den Gnominativ?
Das ist der Todesfall der Gnome. Das hat es leider nicht gemacht. Der Gnominativ. Wieder einer, der von uns gegangen ist. Ich glaub, da geht jetzt mal hin. So. Ja, da sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich mache hier mal eine Pause. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Ja. Noch kurz schauen. Nö, aber das können wir das nächste Mal besser anschauen. Wir haben aber irgendwo einen blauen Schrumpfkopf, oder? Schade. Ah, Lederhut-Trophäe, okay. Egal, also bis zum nächsten Mal, Dankeschön.